erzählst ein bisschen, wie du zum Faustball gekommen bist. Ich spiele vor Aachen 1 Berlin. So, ja, auf geht's in das zweite Spiel am heutigen Tag. VfK 1901 Berlin mit dem Aufschlag mit Ulrike Schubert gegen TV Jan Schneewerden. Schneewerdingen. Natürlich fachmännischer Rat beiseite, Alexandra Schlicht vom ESV Schwerin. Das erste Spiel habt ihr gerade hinter euch, da sehen wir den ersten Punkt für Berlin. Nicht ganz so erfolgreich gelaufen. Ihr wirktet sehr nervös. Ja, das ist wohl wahr. Das ist einfach, das liegt daran, dass man sich nicht so das Selbstvertrauen in sich selbst hat und sich leicht runterziehen lässt. Ja, man hat ja aber gedacht, am zweiten Satz hat es ja geklappt. Danach nicht mehr, dass ihr euch so selber ein bisschen hochzieht. Auch Christine Mast mit dabei. Oh, schnell wieder weg. Ja, nachdem man auf dem Feld gestanden hat, möchte man vielleicht nicht mehr unbedingt was sagen nach dem Spiel. Ja, das Lob nimmt sie natürlich gerne an, aber man hat im zweiten Satz, ich sagte es gerade, habt ihr euch nochmal hochziehen können. Danach nicht mehr, trotz einiger guter Aktionen immer wieder Bälle ins Netz gespielt. Es hieß, es war die ganze Saison so. Wie ist das zu erklären? Ihr müsst doch irgendwann mal eine gewisse Lockerheit gewinnen. Ist der letzte Spieltag heute. Ja, das ist wohl wahr. Aber da brauchst du mich auch nicht fragen, woran das liegt. Weil das ist, keine Ahnung, ich kenne das schon aus meiner Jugend. Das ist beim ESV irgendwie typisch. Keine Ahnung. Man zieht sich wieder hoch und dann kommt aber ein Tief. Und das liegt einfach wirklich daran, dass man nicht den Glauben in sich selbst hat und es einfach mal durchzieht. Das heißt, man müsste mal so einen Vereinspsychologen einstellen und dann würde der ESV aber die Liga rocken. Ja, das hoffe ich. Aber uns fehlt eben auch teilweise so die Erfahrungen, die anderen Mannschaften haben, weil die eben schon jahrelang zusammenspielen und auch schon in der ersten Bundesliga Erfahrungen haben, die wir eben in der Konstellation nicht haben. Wie lange spielt ihr jetzt zusammen? In dieser Konstellation? Erste Bundesliga seit dieser Saison. Ja, das ist noch nicht so lange. Nee. Spielerinnen von Bademäuse uns geholt und da konnte man natürlich vorher nicht mit denen trainieren, da ich das jetzt auch so weit fahren muss. Ja, Bademäuse, wo liegt das? Im Osten an der polnischen Grenze. Ja, ne? Ja. Ja, ich meine, ist zwar immer noch Mecklenburg dann wahrscheinlich? Nee, auch nicht.
Wir schauen gerade. Warte. Oder was meinst du? Wozu gehört Bademäuse? Cottbus. Also Brandenburg? Okay, haben wir das. Ja, also ist das geklärt, Bademäuse. Also in Brandenburg. Grob gesagt an der polnischen Grenze. Und jetzt das 4:3 inzwischen schon für Schneverdingen durch Cindy Nökel, die Nationalspielerin, die wir vorhin auch schon hier hatten, die ein bisschen erzählt hat von der WM in Chile. Was kannst du also aus deiner Faustballkarriere erzählen? Was hast du schon miterlebt? Leider nicht so viel, dadurch, dass der ESV auch nicht die Mittel hat, so zu vielen Turnieren und so zu fahren. Wir haben in der Jugend an deutschen Meisterschaften teilgenommen. Wir sind ostdeutscher Meister geworden, was dadurch, dass wir sehr wenig Mannschaften im Osten haben, nicht so das große Ereignis ist, aber wenigstens etwas. Ja, WM habe ich mir schon angeguckt, natürlich leider nicht mitgespielt. Ja, warum eigentlich nicht? Was fehlt dir zur WM-Form? Ich müsste mehr trainieren. Wir trainieren zweimal die Woche, aber viele Vereine trainieren halt viermal die Woche, auch am Wochenende, und haben halt einfach viel mehr Mittel, auch was das Geld angeht. Ja, man müsste mehr gefördert werden, aber es läuft bei uns ein bisschen aus, dadurch, dass nicht so was nachkommt bei uns. Ja, ist auch nicht ganz einfach für die Faustballer, den Turnen zugeordnet. Da gibt es natürlich Sportarten, die haben deutlich mehr Zugriff. Auch bei uns im Programm Handball, Fußball, Volleyball, das ist alles etwas populärer und damit kriegt man natürlich auch mehr Jugend gezogen. Das ist eindeutig so. Dann schauen wir jetzt mal kurz aufs Spielfeld mit drauf. Und schnell ist das hier deutlich besser noch als der ESV Schwerin jetzt mit Laura Marowke mit dem 6:4. Ja, ihr habt noch ein Spiel nachher gegen Schneverdingen, kannst du dir ganz genau anschauen. Aber viel Hoffnung macht das erste Spiel nicht. Und wenn wir hier jetzt drauf schauen, die Sicherheit, die die Schneverdinger ausstrahlen, macht nicht unbedingt Hoffnung für das Spiel, oder? Ich muss dazu sagen, dass auch wenn das erste Spiel vielleicht nicht so gut aussah, der ESV auch schon oft gezeigt hat, dass das zweite Spiel besser läuft. Ich kann natürlich nichts versprechen und man kann unsere Mädels nur motivieren, aber wir werden hoffentlich das Beste geben und einige Punkte rausholen können, denke ich. Ja, ist der Klassenhalt denn jetzt überhaupt noch möglich nach der Niederlage gegen Berlin? Also wenn wir das Spiel gewinnen, gäbe es noch Hoffnung. Besser wäre es natürlich, wenn wir beide Spiele gewonnen hätten. Aber dadurch, dass wir ja eben auf dem letzten Platz stehen, sieht es schlecht aus. Ja, zumal man weder nicht Hamm und Wörde beide angreifen kann, weil einer von beiden wird heute gewinnen, die spielen nämlich gegeneinander. Ja. Die einzigste Hoffnung ist eigentlich, zumindest, dass man den vorletzten, der ja auch noch ein Abstiegsplatz ist, gegen die ersten beiden spielt. Und damit hat man das Glück, dass man da zumindest mit einem Sieg vorbeiziehen könnte und dann heißt es hoffen. Richtig. Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen gleich. Zumindest erstmal für das eigene Spiel, die eigene Pflicht erfüllen. Wer weiß, ist schon einiges möglich. Dann ist die Hallensaison beendet. Und dann geht es wieder aufs Feld raus. Ja, wir haben vorhin schon mal gefragt, aber auch mal aus deiner Sicht den Unterschied zwischen Hallen- und Feldfaustball. Feldsaison ist meiner Meinung nach, also dadurch, dass man ja auch viel, viel mehr Auslauf hat, ist natürlich einerseits gut, andererseits ist es natürlich auch, springt der Ball in der Halle viel, viel besser und man hat mehr Zeit und man weiß halt, wie der Ball springt. Und auf dem Feld, da können Unebenheiten, da muss man halt viel schneller auch noch reagieren. Also Feld ist auch schon eine große Herausforderung, obwohl es auf dem Feld meiner Meinung nach mehr Spaß macht. Ja, da stehst du nicht ganz alleine mit. Wir hatten vorhin, das Feld ist ein bisschen länger auch. Genau. Der Ball prallt nicht so doll. Also gehe ich davon aus, wir haben mehr Spieler auf dem Feld? Ja, frag mich jetzt aber nicht, wie viele. Ich glaube 5 in der zweiten Bundesliga. 5 Spieltage haben wir. Nein, nicht Spieltage, Spieler. Spieler, bei uns beim ESV? Nein, ich meine jetzt auf dem Feld, die gleichzeitig spielen.
Also wir haben ja jetzt 5 Spielerinnen auf dem Feld. Aber auch so. Das bleibt so. Genau. Das heißt, man muss deutlich mehr laufen. Genau, aber auf dem Feld wird die Mitte, die zieht wirklich wie eine 5 auf dem Würfel weiter nach vorne. Mhm. Dass aber die Hinterleute wirklich ganz hinten alles abdecken müssen. Aber dadurch, dass es eben so groß ist, muss halt dieser Platz besser verteidigt werden und dadurch gehen die immer weiter nach vorne. Ja, und sehen wir Schneverding mit dem Satzgewinn jetzt gegen Berlin, 11-6. Ist es denn so, dass man draußen auch auf 11 Punkte spielt? Ja, das ist genauso, ja. Ja, das hört sich schwierig an. Also ich meine, ich sehe das jetzt schon, dass es teilweise nicht einfach ist, diesen Ball wirklich zu bekommen. Und so kommt es ja sowieso zu Punkten. Draußen ist es dann noch ein wenig schwieriger. Und ihr spielt draußen dann zweite Bundesliga? Genau, ja. Und wir hoffen, dass wir da gut bestehen, dadurch, dass wir letzte Hallensaison eben den Aufstieg zur ersten Bundesliga geschafft haben. Also da bin ich ziemlich positiv gestimmt, aber man weiß halt nicht, wie das jetzt mit der Mannschaft und so wird, dadurch, dass wir ja die Bademäusle wieder abgeben müssen, soweit ich weiß. Und ja, wir werden sehen. Ja, wie dick ist denn euer Kader? Ich meine, wir haben jetzt gesehen, wir haben die paar auf dem Feld, dann haben wir drei Auswechselspieler sind es, glaube ich. Drei Auswechselspieler, wenn davon zwei weggehen, dann wird es eng. Ja, wir haben noch eine Mutti, die auch bei uns spielt, aber dadurch, dass sie jetzt ihr zweites Kind gekriegt hat,